Servus, der Tobi hier. Ich bin gerade ziemlich überrascht worden, weil bei mir daheim in Königsbrunn ist gerade diese Zelle da hinten hochgegangen. Die schert sogar aus auf dem Radar. Wir haben hier gerade mal 18 Grad, aber wahrscheinlich ziemlich hohe Feuchtigkeit, weshalb doch ein bisschen Energie drin ist. Das ist wahrscheinlich auch ziemlich gut geschert. Ich weiß gar nicht, wie so die Daten heute sind. Jetzt bin ich mal gespannt, was sich gleich noch entwickelt, weil wahrscheinlich sogar eine Meso drin. Vielleicht kann es sein, dass wir gleich hier einen richtigen Hagelsturm bekommen. Ich stehe jetzt hier gerade bei Mehring, das ist südöstlich von Augsburg. Und das ganze Ding zieht es von Westen her ran. Da hinten sieht ihr schon die Aufwindbasis. Dann schauen wir mal, was sich daraus jetzt entwickelt. Wow, das hat sich doch noch rentiert und bin ich so dunkel. Na egal, sieht man mich so? Ja, so sieht man mich. Fettes Wales Mont da oben aus der Zelle. Ist leider ziemlich schnell ausgelaufen. Da hinten rauscht jetzt die ganze kalte Luft runter. Ich bin gespannt, was da hinten gleich noch mich erwartet. Ja, filmen wir es noch ein bisschen und ihr genießt die Aufnahmen. Ja, das Gewitter ist zwar nicht besonders heftig, aber es schaut so cool aus, wie da hinten so ein bisschen Niederschlag runter geht und hier die Rückseite von der Böenfront richtig schön massiv gezeichnet. Und schau mal, was gleich noch runterkommt. Ich denke, ich werde mich dann nachher so positionieren, dass ich dann noch auf der Rückseite richtig schön stehe. Ja. Der Hauptaufwind geht wahrscheinlich nördlich vorbei. Das ist bestimmt richtig geil gleich. Richtung Südosten. Krass.
Sehr schön. So, bei mir scheint die Sonne jetzt wieder. Ich bin jetzt im nördlichen Landkreis Dachau oder nördlich bei von Markt Indersdorf, was im Landkreis Dachau liegt. Da hinten sieht man jetzt richtig schön so Hagelfallstreifen, so helle Streifen runterfallen. Ich weiß nicht, ob es genau Hagel ist, aber schaut auf jeden Fall recht cool aus. Da hinten eine richtig schöne Versorgungslinie in die Zelle rein. Regenbogen hinter mir. So ein richtig schönes Feierabend-Genuss-Chasing gerade. Da hinten der fette Eisschirm donnert ganz gut. Ja, dann schaue ich mir das Ganze mal noch ein bisschen an und dann hoffe ich mal, dass ich jetzt hier noch so richtig schöne, massive Aufwindtürme mit dem Regenbogen jetzt zeigen. Dann gibt es hier noch eine richtig geile Rückseite. Hinter mir zieht jetzt gerade mein Gewitter ab. Das da hinten ist das Gewitter, was ich gerade noch geraffert habe. Und da vorne rechts neben der Sonne geht gerade noch eine neue Zelle hoch. Da bin ich jetzt gespannt, ob sich da gleich noch ein Gewitter entwickelt. Weil hier hängt jetzt relativ hohe Bodenfeuchte da. Wenn das jetzt hier noch herkommt, könnte auch eine leichte Schauerlinie reichen, dass wir noch eine fette Schäftlaut bekommen. Ja, dann warten wir mal ab, was sich noch entwickelt und dann schauen wir, was sich entwickelt. Also wir warten ab, was sich entwickelt und dann sehen wir, was sich entwickelt. So.
Wow, war das ein geiler Aufzug. Jetzt ist die Böenfront schon über mir, da hinten der Niederschlagskern. Hier geht der harte Bereich durch, beziehungsweise der harte Kern. Ich stehe hier immer noch im Trockenen. Ich kann es jetzt hier richtig schön vorbeiziehen lassen, ein bisschen beobachten. Ja, ich werde jetzt noch ein paar Aufnahmen machen von der schönen Stimmung hier. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Also genießt noch die letzten Eindrücke von dieser schönen Zelle, weil wahrscheinlich jetzt dann gleich mein Akku leer ist und ich habe zu wenig Akkus dabei. Also allen einen schönen Tag. Servus, sagt der Tobi. Thank you.